Ein zu großes Landhaus, Rätsel und Geister, wo kann ich mich beschweren? Wo ist der Hausmeister? Alles nur ein Test, was tust du Sarah an? Willkommen zu Obscuritas, was gruselig werden kann. Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge Obscuritas. Diesmal mit neuem Popschuss, den habe ich mir jetzt extra geholt, weil dieses andere Teil mich immer so verdeckt hat. Und man muss irgendwie, ich finde, wenn man mit Webcam spielt, wenigstens etwas vom Gesicht sehen. Und ich glaube, auch wenn dieses Teil jetzt verdammt riesig ist, kann man mein Gesicht besser sehen. Ich habe nicht gesagt, dass das Teil riesig ist. So, wir sind jetzt im Labor. Im Labor? Oh Mann, was befindet sich da unten alles? Und was zum Teufel versteckt unser Großvater da unten? Fragen über Fragen und wann wird das Spiel gruselig? So, ich hab ja vom Entwickler auch noch gesagt bekommen, dass die Rätsel jetzt noch ein bisschen arschig bleiben. Also da wird es noch ein paar arschige Rätsel geben. So, ich hoffe, der Ton passt und so. Kann ich das hier anzünden, das Riesenstreichholz? Anscheinend nicht, ja? Ah, einfach mal anzünden. Sieht cool aus, Mann. Optisch sieht das cool aus. Hallöchen. Ich muss mir jetzt alles ansehen, ne? Alles. Weil das letzte Rätsel war ja... Holy shit, ey. Da habe ich selber nicht geschafft, leider. Habe ich selber nicht geschafft. Aber auch die Hinweise hätten mir nichts gebracht. Einige haben gesagt, hey, spiel doch mal auf leicht. Nein, das hätte mir auch gar nichts gebracht, denn sie hätte nur gesagt, hey... Die grauen Zäune sind richtig, aber wohin die Statuen platziert werden sollen, das wurde nicht gesagt. Okay. Hier ist auf jeden Fall ein Orb. Ein Kristall oder sowas und hier ist so eine Maschine. Ganz viele Maschinen. Was macht er hier? Ist er Amateurfunker? Genau wie mein Nachbar? Gott. So, lass uns mal hier durchgehen. Einfach ein bisschen flotter. Riesenbonbons, oh, lecker. Könnten auch Leichenteile drin sein? Bin mir unsicher. Gott, dieses Quietschen hinter mir. Kann sein, dass wir das hier auch brauchen, das ist viel zu auffällig. Das schreit so, hey, beachte mich und heb mich auf. Kann ich hier den Ohr? Nein. Okay, wir hatten schon mal das hier gefunden. Ich kann ja hier mal ein paar Kerzen anmachen. Ah, wir haben keine Streichhölzer mehr. Oh, oh. Mhm. Hier ist irgendwie, ja, ein paar wissenschaftliche Sachen. Ganz gut, ganz gut, ganz gut. Schön, schön, schön. Das sieht gruselig aus. ach so, erstens die Hand, den Orb. Na, oh, ich verstehe es jetzt schon nicht mehr. Warte mal, komm. Also, da ist das mit der Echse. Man sieht da eine Echse. Es ist eine Hand. Es ist eine Hand. Echse, Hand. Blauer Kristall, haben grün. Und danach... Wo ist denn die Hand eigentlich? Lass uns die Hand erstmal finden, oder? Da! Das bin ich. Okay, einfügen. Und ja... Och nein, so ein Rätsel hier. Na, das sieht ja nach Spaß aus. Okay, wartet mal. Da fehlt ein Zahnrad. Da fehlt eindeutig ein Zahnrad. Das heben wir jetzt einfach mal auf. Hier drüben. Wo bist du? Da. Nee, das geht nicht. Ach, erzähl nicht. Okay. Finde ich jetzt aber auch gut. Finde ich aber auch jetzt gut. Ich kann das aufheben. Da muss auf jeden Fall ein anderer Kristall rein, habe ich das Gefühl. Das Licht flackert schon wieder. Vielleicht kann ich den mitnehmen. Nein. Aber schon auffällig, oder? Ist schon sehr auffällig, das Ganze hier. Okay. Dann schauen wir mal. Gott, kann man sich auch sehr leicht verlaufen. Vielleicht muss ich eher ein Zahnrad rausnehmen oder sowas. I don't know. Dies war ein Wind. Was haben... Diese Geräusche haben auch meistens etwas zu bedeuten, ne? Und diesmal möchte ich keinen Jumpscare übersehen. Wie zum Beispiel eine Puppe, die sich bewegt. Wenn ich da mal nicht hingucke. Okay, wir sind im Kreis gelaufen. Alles klar. Erstens einen blauen Kristall. Ja, der Kristall ist aber grün. Das ist das Problem. Kann ich es irgendwie antreiben hier? Befindet sich hier noch irgendetwas? Das ist ein Portal, ne? Warte mal, das ist irgendein komisches Portal, sehe ich jetzt gerade. Und das kann man irgendwie aktivieren. Zweitens... Okay, da ist eine Maschine und... Irgendwas an einer Maschine. Und drittens, das Portal. Mhm. Irgendeine Maschine ist wichtig, die hier vielleicht... Vielleicht kann ich hier dran irgendwie drehen oder sonst was.
Nee, scheint nicht zu sein, aber hier gab es ja noch genug. Halt die Klappe! Ich bin Sarah, aber ich habe gerade keine Lust, mit dir zu schnacken. Habe ich hier hinten etwas übersehen? Konntest du mir eines sagen? Das hier vielleicht. Das sieht auch sehr auffällig aus, diese Maschine. Das muss vielleicht eine Maschine sein, die eher zu unserer Maschine auf der Zeichnung passt, ne? Hier war aber nichts, oder? Hier kann ich auch nichts umlegen und das hier führt wieder zu... Nee, warte mal. Jetzt laufen wir hier aber Umwege. Ja, hier ist die Sackgasse. Okay. Ein Moment. Oh. Guck mal. Hier gibt's noch einen Orb. Ah, ein roter Orb. Aber ich brauche einen blauen, ne? Ich brauche einen blauen Orb. Das ist halt die Sache. Okay, der grüne? Ich brauche einen blauen. Grün und roter gibt aber kein Blau. Okay, alles klar. Das heißt also, wir haben irgendwo noch ein paar Orbis übersehen. Vielleicht hier drüben irgendwo. Da muss einfach etwas sein. Vielleicht hier in den Kisten oder sowas. Hier drüben die Zahnräder auch sehr eigenartig. Die merken wir uns einfach mal. Das sieht voll danach aus. Sarah ruft er die ganze Zeit. Sarah, wer ruft mich dort, Großvater? Du bist tot! Aha, und ich will meine Der ist gelb. Der ist gelb. Ich brauche halt einen blauen. Da drin vielleicht? Nein, ist keiner. Ihr seht jetzt leider wahrscheinlich auch nicht so viel, aber die Helligkeit ist auf jeden Fall auf ganz hell gestellt. Ja, der ist jetzt gelb, ne? Ha. Befindet sich hier vielleicht noch irgendwie ein Schränkchen? Hier hinter oder so? Wir brauchen einen blauen Orb. Vielleicht kann ich das auch... Kann ich das vielleicht irgendwie verfärben? Kann ich den Kristall verfärben? Nee, das kommt mir jetzt selber sehr blöd vor. Blau auf jeden Fall. Und dann weiß. Sehr eigenartig. Ah, blau gefunden. Alles klar. Blau haben wir gefunden. Fügen wir jetzt dort ein. Wahrscheinlich muss ich irgendwie die Kristalle nach und nach einsetzen, sodass am Ende weiß entsteht oder sowas, ne? Kann ich mir gut vorstellen oder so. Ich stell mir das schon mal vor, was man da so machen könnte. Da hatte ich jetzt doch etwas mehr erwartet. Irgendwas scheint hier noch nicht richtig zu funktionieren. Sie redet? Warte mal, ich spiel doch auf. Hey. Echtzeitspiegelung, Darstellung, Schattenquelle. Ich spiel auf schwer. Ich spiel auf schwer. Du red... Okay, irgendetwas funktioniert nicht, ja? Mit dem Strom, aber das hier ist angegangen. Das heißt, hier fehlt etwas, denn... Der zweite Schritt heißt... Ja, das ist die Rückseite, oder? Das sieht aus wie die Rückseite. Dass da irgendwie ein Stromkabel kaputt ist oder so. Vielleicht muss ich dem Stromkabel folgen. Mir wird irgendwie eine Rückseite angezeigt. Oder halt die Zahnräder. Lass mich mal kurz gucken, ob ich die Zahnräder jetzt schon mitnehmen kann. Ja. Ja, 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 ja. Ich schneide hier zwar ein bisschen. Und es gibt auch bestimmt ein paar Komplettlösungen. Aber ich bestehe darauf, dass ihr mir vertraut, dass ich das alles ohne Komplettlösung schaffe. Außer das Rätsel... von gestern, da habe ich natürlich jetzt, da war ich aber auch ehrlich zu euch. So, irgendeins funktioniert jetzt hier nicht. Ich lade mal die Taschenlampe nach. Das da. Nee? Wo waren denn noch so ein paar Zahnräder? Weiß das einer? Hier, aha. Hier ist noch ein Zahnrädchen. Die Frage ist nur, wo setzen wir die ein? Lass mal nachschauen. Du, Mann, du leuchtest. Akzeptier meine Zahnräder. Hast du gehört? Akzeptier meine Zahnräder. Vielleicht auch hier hinten irgendeine Maschine. Hier gab es aber keine Maschine. Hier gab es eine Maschine. Fuck. Okay, jetzt holen wir uns mal das andere Zahnrädchen, welches wir einsetzen sollen. Ja, die Geräusche sind alle dieselben, da habe ich mich schon langsam gewöhnt, also mich könnten jetzt nur noch Jumpscares erschrecken. Na los, wo seid ihr Jumpscares? Los, kommt doch! So, was für ein Portal öffnen wir hier? Mitnehmen? Und den setzen wir vielleicht jetzt hier ein. Nee, vielleicht doch eine andere Maschine jetzt hier. Nicht immer wieder dieselbe. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wo war noch ein Zahnrädchen? Wo war noch eins? Lass mich kurz überlegen. Oder funktioniert es jetzt? Jetzt kann ich das benutzen. Jetzt kommt die 3, oder was? Jetzt kommt die 3. Jetzt kommt die 3, okay. Die Frage ist nur... Was ist die...
Was ist die Lösung hier? Gibt es da irgendeinen Hinweis? Vielleicht gibt es hier irgendwie so ein Bildchen, weißt du, dass du sehen kannst? Aber anscheinend habe ich es ja mit den Zahnrädern hinbekommen. Oder habe ich hier eins übersehen? Einfach mal auschecken. Auch mal zurückgehen, auch einen Schritt nach hinten wagen, weißt du, sag ich immer. Auch mal einen Schritt nach hinten wagen. Ganz zurück will ich jetzt aber auch ungern gehen. Ja, hier sind ein paar Kristalle, die ich aber gar nicht... Ich glaube, ich brauche die nicht. Hier ist kein Zahnrädchen. Nee, oder? Nee, kein Zahnrädchen, alles klar. Armes Mädchen. Okay, hier ist der Ausgang. Okay, wir können auf jeden Fall den hinteren Bereich jetzt... den hinteren Bereich ausschließen. Scheiß auf den Bereich. Das heißt also alles vorne. Okay. Dann, suchen wir jetzt nach Hinweisen. Oder probieren einfach ganz wild herum. Aber ich würde gern schon so einen Hinweis finden. So, und ich würde gern die Taschenlampe anbehalten. Wo könnte es einen Hinweis geben? Ich würde schon sagen, bei seinem Forschungslabor da hinten. Ja, hier sind ja keine weiteren Zettel oder so. Das hier ist eigenartig. Ah, da ist wieder eine Fliege. Sarah, mach die weg, Mann. Da ist eine Fliege, genau, in deinem Auge. Sarah! Okay. Vielleicht ist auch ein Hinweis hier. Ich weiß nicht. Das ist jetzt das dritte. Das Licht ausmachen vielleicht. Das dritte. Mann, was wird mir da gezeigt? Das Portal auf jeden Fall aktivieren. Sind hier vielleicht irgendwelche Hinweise auf dem Portal? Ich denke und denke und denke. Das ist übrigens sehr gruselig, die Statue, nur mal so gesagt. Das Portal. Ah! Oh! Als ob ich jetzt alles nochmal machen muss! Okay, ich hab's jetzt wieder alles zusammengebastelt hier unten. Guck mal, da unten gibt's auch noch Zeichen. Aber das sind die Zeichen stimmen nicht überein mit dem, was wir hier treiben. Ich habe hier verschiedene Theorien. Ich denke, entweder müssen wir jetzt das Portalzeichen, weil das ein Portal ist, ne? Öffnen wir jetzt das Portal mit den drei Portalzeichen. Oder wir müssen halt... Es waren drei Schritte zum Aktivieren des Portals. Und deswegen müssen wir zuerst halt... sieht hier irgendetwas... Ja, zuerst müssten wir das hier einfügen. Danach mussten wir Zahnrädchen einsetzen. Was sieht denn nach Zahnrad aus? Das könnte ein Zahnrad sein. Oder irgendein Zeichen für Strom oder sowas. Weißt du? Das könnte die Lösung sein. Ich versuch's jetzt einfach nochmal. Oder ich suche hier nach dem Hinweis, aber... Ich aktiviere es jetzt. Scheiße! Oh mein Gott, bin ich dumm. Die Lösung ist... Die steht hier. Ein Shuriken. Einmal das Portal und einmal das... Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Oh mein Gott, das geht so nicht. Also ein Shuriken war zuerst da, ne? Dann das Portal. So, ich guck gleich nochmal zur Sicherheit. Okay, das müsste eigentlich die richtige Lösung sein, hä? Oder war das andersrum am Ende? Ne, Shuriken, Portal und einmal diese Halterung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Shuriken, Portal, Halterung. Oh nein! Scheiße. Mann, das hätte ja niemand erwartet, dass sowas passieren würde, wenn wir so ein Portal aktivieren. Ich meine, wir wollten ja auf jeden Fall ein Portal aktivieren, als wir hergekommen sind und hatten keinen anderen Plan. Sarah, du bist neugierig. Sarah, du bist neugierig und ziemlich dumm. Aber hey, lass uns weitermachen. Wir sind jetzt im Wald. Und das Portal ist irgendwie nicht da. Und das erinnert mich ein bisschen so an, da gab es ja noch so ein kleines, kostenloses Spielchen, wo dich so eine Vogelscheuche verfolgt hat. Ich war, Passing Pineview Forest heißt es, glaube ich. Genau, auch von den Entwicklern. Und ja, vielleicht bekommen wir jetzt Besuch von der Vogelscheuche, da war sie. Renn, 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 renn. Renn bloß weit weg.
sehr weit weg. Bitte. So. Ich will mir jetzt auch nicht die Umgebung anschauen. Das sind einfach nur ein paar Blätter. Ah, da hat sich was bewegt. War da was? Ich dachte, ich konnte was aufheben. Okay. Ja, dann gib mal Gummi, Sarah. Komm, ein bisschen hüpfen. Denn du bist ein fröhliches, kleines Mädchen. Oh, das war gruselig. Da war ein Vogel. Boah, ich habe schon mal von denen gehört. Aktivieren wir mal die Taschenlampe, ne? Ja, mal nicht schlecht. So. Links oder rechts? Links oder rechts? Geradeaus, durch einfach. Ich gehe nach links. Wobei, die Eule hat rechts gemacht. Gehen wir einfach mal rechts lang. Vielleicht, ja. Gibt es jetzt hier auch ein Rätsel oder was? Hüpfi, 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 hü. Na, komm schon. Ah, die spielen auf jeden Fall mit Geräuschen, auf jeden Fall sehr viel mit. Da, schon wieder die Eule rechts. Schon wieder war eine Eule rechts und deswegen gehe ich rechts, weil das der einzige Weg ist. Wobei, jetzt gibt es hier eine Gabelung. Was ist das denn? Das war ein Hund oder sowas. Wow, ich habe schon Panik bekommen. Ich habe schon krass Panik bekommen. Geht nicht auf. Die Taschenlampe wieder am Flackern. Oh, ich dachte, ich habe da gerade wieder einen Wuffi gehört. Okay. Der Bip. Ah, Ratten! Das ist ja süß. Hey, warte doch, Mann, warte doch. Oh, dieses Geräusch, ey. Wie haben das die Entwickler gemacht? Frag ich mich. Ein so gruseliger Gruselwald. Mit komischen Kreaturen. Und keinem Flur. Na, 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 sondern komischen Hunden. Die komische Geräusche machen. Wann komme ich endlich an meinem Ziel an? Hallo? Ich höre dich. Was ist da los? Oh, da! Ich sehe ihn! Komm her! Eins gegen eins! Komm schon! Und ein Roundhouse-Kick! Ho! Wir müssen den ganzen Waldweg jetzt nochmal laufen. Habe ich recht? Habe ich recht? Ich will's sehen. Ich will's mit meinen eigenen Augen sehen. Dass ich den gesamten Waldweg nochmal neu gehen muss. Ein Albtraum. Kapitel 2 immerhin. Ich will's mit meinen eigenen Augen sehen. Jo, danke. Tschüss.